صلى الله عليه وسلم läuft auf der Straße. Er sieht eine Mutter, küsst ihren Sohn und ahmt sie um und küsst sie und ahmt sie um. Und die Freunde, die Sahaba und Muhammad صلى الله عليه وسلم bleiben, sie stehen und gucken. Rasulullah صلى الله عليه وسلم guckt und lächelt. Und die hört die Sahaba reden, Subhanallah, wie hat diese Mutter, wie viel Liebe hat sie für ihren Sohn? Guck mal, wie sie ihn liebt. Rasulullah صلى الله عليه وسلم sagt, wie viel Liebe hat diese Mutter zu ihrem Sohn? Sagt ja. Er sagt, wie viel Liebe hat Allah zu dir, mehr als diese Mutter? Glaubst du, diese Mutter schmeißt ihren Sohn in die Hülle? Das heißt, Allah schmeißt euch nicht in die Hülle rein. Wir schmeißen uns in die Hülle rein. Wir gehen in die Hülle. Wir schaffen nicht im Paradies mit unseren Junagien. Paradies ist für saubere Menschen. Für Leute, die gebetet haben, die gefastet haben, die was getan haben. Die an sich gegenseitig gedacht haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَجَنَّةٌ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Das heißt, Paradies habe ich vorbereitet für die Gottesfürchtigen. Welche Gottesfürchtigen? Die Menschen, die Gott fürchten. Was heißt Gott fürchten? Gott fürchten ist nicht, wenn dass du mich nicht anguckst oder dass du mich anguckst, dann bete ich. Oder wenn, weil du da bist, dann bete ich. Oder weil du mit bist, dann mache ich das. Oder weil du mein Freund bist, dann bete ich. Nein, Gottesfürchtig sein, das heißt, ich stehe alleine auf nachts, wo keiner mich sieht und bete ich, wenn das Gebet fällig ist, wenn das Gebet hier vorgeschrieben ist. Dann mache ich das für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe Angst von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich vor ihm stehe. Nicht habe Angst, dass er mich in die Hülle schmeißt. Nicht nur deswegen. Aber wie ich stehe da vorne alleine, wenn du in Qiyama stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jetzt wirst du nicht mehr sprechen. Hast du gesprochen in Dunya? Hast du gearbeitet? Hast du getan? Hast du alles versucht? Ne? Hast du dich bewegt? Jetzt stehst du da still. Du darfst deinen Mund nicht aufmachen. Nicht aufmachen. Allah sagt, an dem Tag versiegeln wir ihre Münder. Der Mund wird zugehen. Keine Lippen mehr. Machst du nicht mehr auf. Und wa tukallimuna, Allah sagt, wer redet mit uns? Unsere Hände und unsere Haut redet. Der Mensch guckt, sagt, was hat euch, fragt er sich so, was hat euch zum Sprechen gebracht? Die reden mit ihr. Die reden. Haut antwortet deine Gedanken, was du dir für Fragen stellst, antwortet und sagt, antaqana alladhi antaqa kulla shay. Das heißt, hat uns zum Reden gebracht, derjenige, der alles zum Reden gebracht hat. Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Das heißt, nur bis derjenige, der erlaubt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, von ar-Rahman oder sawab, sprich sawab. Was heißt sawab? Kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Das darfst du nur sagen. Mehr nicht. Du kannst auch nicht La ilaha Allah illallah sagen, wenn du Allah jetzt nicht kennenlernen kannst. Wenn du nicht schaffst, diese Kontakt mit Allah zu bauen, 5 Minuten am Tag pro Gebet. Wenn du das nicht schaffst, wie willst du Allah sagen im Qiyam? Wie willst du Allah aussprechen, wenn du zum Tod, zum Sterben kommst und du hast keinen Kontakt mit ihm gehabt, jeden Tag aufstehen und Wudu machen und beten? Wie kannst du sagen, ja Allah, wirst du nicht mehr sprechen können? Guck mal, wie viele Beispiele Allah gibt uns durch Unfälle, die sterben durch Unfall. Einer stirbt mit Unfall, er ist besoffen. Er geht zu Allah besoffen. Alkohol in sich, in seinen Körper. Subhanallah, Allah sagt, innama al-khamru wal-maysaru rijsum min amali shaytani fajtanibuh. Allah sagt, Khamr, dieses Alkohol und Glücksspiele sind Arbeit von Shaytan. Sollst du dich davon fernhalten? Und du machst Shaytan Arbeit in dir. Und dann sagst du, ja Allah, wie schaffst du? Kommt nicht, ja Allah, raus. Kommt nicht, ja Allah, raus. Wie viele Menschen sterben durch Unfall und singen sie dabei? Singen sie. Hal ra'a al-hubbu sukara mislana, sagt einer. Einer ist am Sterben, war am Singen. Im Auto hat er eine Kassette laufen von einer Sängerin. Hal ra'a al-hubbu sukara mislana, das heißt, hat irgendwie eine Liebe gesehen, solche Besoffene wie wir, er singt so und dann kommt Unfall. Flattert, will er sterben, er will das Leben verlassen, fällt er, machen die Tür auf, die wollen ihm helfen, die Leute stehen, sagen, holen sie seine Körper raus. Er liegt so und die sagen, einer sagt zu ihm, sag Ashhadu an la ilaha illallah, du gehst weg. Du musst Talqin machen, bevor er stirbt. Er guckt so, diesen Mann steht vor ihm und sagt, hal ra'a al-hubbu sukara mislana, das heißt, hat die Liebe etwa noch besoffener gesehen als wir? Gibt's nicht. Das heißt, kommt nicht Kalimatul Ikhlas aus seinem Leben. Dieser Mann ist gestorben mit Alkohol. Er ist gestorben mit Singen.
Er kommt genauso besoffen raus vom Grab wieder aus. Genauso. So wie du gestorben bist, so wirst du Allah begegnen. Ein Mann geht immer auf Toilette und nimmt eine Musik mit. Er kommt bei Imam Jafar a.s. Sagt, ja Imam, sag was. Er sagt, ich bete, ich faste und so. Aber ich mag diese Musik und ich nehme immer auf Toilette mit. Imam Jafar hat auch gelächelt. Er sagt, was sagst du? Er sagt, ich sag dir nur eins. Willst du so sterben? Er sagt, nein. Aber weißt du, ob du in Toilette stirbst? Er sagt, nein. Er sagt, lass mal Musik draußen. Ne? Lass mal Musik. Geh mal auf Toilette. Du darfst auf Toilette gehen, aber darfst du keine Musik mitnehmen. Du darfst keine Musik hören. Das heißt, du musst aufpassen, wenn du das liest, dass du jede Sekunde kannst du sterben. Jede Sekunde. Dann musst du wissen, wie du stirbst. Wann du stirbst. Musst du wissen. Musst du immer, wenn du Jonah machst, heute vielleicht kommt mein Ende. Heute sterbe ich. Wie viele Menschen sterben und Fernseh ist an. Und kommen die Leute und gucken, was hat er geguckt. Ne? Wie viele Menschen? Wie viele Menschen sterben plötzlich beim Fernseh gucken? Fernseh läuft, kommen die Kinder, Frau, Bruder und sehen, was er gesehen hat. Und er sieht, was er gesehen hat und was sie gerade sehen. Stell dir mal vor, das heißt, rechne damit, dass du das Leben immer verlässt. Mach mal viel Arbeit, tu mal was für Allah subhanahu wa ta'ala. Barmherzig euch gegenseitig. Imam Jafar wurde gefragt, sag, warum diese Kafir kriegen immer Rahmat? Das heißt Kafir, aber kriegen Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, solange dass sie miteinander Rahmat haben, kriegen sie immer Rahmat. Das heißt, wenn du Rahmat hast für einen Hund, kriegst du Rahmat. Ne? Egal, Kafir, Muslim, nicht Muslim, Allah hat euch alle erschaffen. Kafir und Muslim und nicht Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala alle erschaffen. Rahmat kommt. Aber relativ. Ich kann meine Rahmat groß machen. Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal, wenn wir Hussein besuchen, wenn wir besuchen sein Grab, sag, ja, Rahmatullah al-Wasi'a. Guck mal, wir sagen zu ihm, du bist die breite Barmherzigkeit Gottes. Hussein, salamullah alayhi. Warum? Weil er hat alles gegeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat sein Blut gegossen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und hat nie aufgegeben bis zum letzten Odem. Seine ganze Familie hat er mitgenommen nach Karbala und geopfert von Allah subhanahu wa ta'ala und sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er liegt auf seine Knie. Er liegt auf seine Knie. Du, kaputt, fertig, voller Wunden. Liegt auf seine Knie und sagt, taraktul khalq durran fi hawaka. Das heißt, ich habe die Menschen verlassen wegen die Liebe zu dir, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattamtu al-iyala likay araka. Und habe ich meine Kinder yatim gemacht, damit ich dich sehe. Wallahi law qatta'tani bil hubb irban. Er sagt, wallah, wenn du mich zerstückelst in die Liebe, zerstückelst, kleine Stücke machst in die Liebe, lama mala al fu'adu ila siwaka, wird mein Herz niemanden anders lieben außer dich. Niemanden. Deswegen diese Rahmatullah al-Wasi'a. Imam Hussein, salamullah. Diese Ahlul Bayt, salamullah alayhim, sollen für uns Nur sein, dass wir diese Liebe für die anderen Menschen mitgeben. Viele Menschen kennen Ahlul Bayt alayhim salam nicht. Ahl Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die sind fremd, die sind verloren, die sind vergangen, die sind überall zerstreut auf der Erde. Wenn du gehst nach Iran, ist ein Grab, in Irak Gräber, in Medina Gräber. Ahl al-Bayt salamullah alaihim sind fremd geworden, sind überall zerstreut, zerstückelt. Hussein alaihi salam hat Kopf in Syrien, Körper in Irak, noch ein Stück Körper in Ägypten. Überall siehst du, das ist Hussein. Habib Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sein Körper zerstreut, zerstückelt. Die haben sich geopfert für uns, für Islam, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir müssen uns opfern füreinander. Wir schaffen nicht, uns zu opfern für Islam. Wir sind nicht Hussein, wir sind nicht Ahlul Bayt, alaihi salam. Aber wir sind von Ahlul Bayt dieser Weg. Wir gehen mit Ahlul Bayt, alaihi salam, inshallah. Wenn wir das schaffen, Ahlul Bayt sind zufrieden, wann? Imam Zain al-Abidin sagt, Shi'atuna man ata' Allah. Das heißt, unsere Shia sind diejenigen, die Allah Ta'at machen, die Allah gehorchen. Das ist Shia. Shia ist nicht Name. Shia ist nicht, wenn ich sage, ich bin Shia. Nein, ich bin Shia mit meiner Arbeit. Ich muss Allah dienen. Allah mit Ikhlas dienen. Sag, das ist Shia. Und er sagt, kunu zaynan lana, wala takunu shaynan alayna. Das heißt, sei für uns Schmuck. Und sei nicht für uns ein Schandfleck. Das heißt Schmuck.